Sie verstummen und rauchen in Ruhe weiter. Die Gegend weiter erkundet. Du findest dich in der Mitte von einer von Läden wie so einer Straße wieder, die voll mit Leuten ist. Du kannst dich kaum bewegen. Aber du weißt, wie Taschendiebe arbeiten. Du pässt deine Hände über deine Wertsachen. Als ein Passant bei dir anstreift, spürst du, wie eine Hand nach deiner Tasche greift. Du verpackst das Handgelenk und ziehst den Dieb zu dir. Vor dir steht ein kleines Hoana-Mädchen. Ihre großen Augen sind mit Schrecken erfüllt. Lassen wir das Kind gehen. Sie reibt ein Handgelenk und weicht vor dir zurück. Schließlich gibt sie fersengewitzt zwischen den langen Beinen der Erwachsenen davon. Das Kind verschwindet in der Menge. Erkunden wir die Gegend nochmal. Also das war jetzt gerade nochmal die beiden Rupare auf dem Dach. Du läufst auf einem schäbigen Verkaufsstand vorbei, wo ein Mann düsterbräun angeschlagenen Schalen verteilt. Ein starkes, nussiges Aroma steigt aus den Dampfschwaden hervor. Du hörst hinter dir ein überraschendes Aufatmen und siehst eine kleine Gruppe, die sich zusammenkauert und schwatzt. Zuhören. Drei Frauen laufen mit Wäsche in den Armen eilig vorbei und flüstern sich gegenseitig neuen Trash zu. Man muggelt das Bier, einen rautanischen Käpt'n um den Finger gewickelt hat, derselbe, der Botaro in die Altstadt geworfen hat. Holst du deinen Fisch und deine Neuigkeiten von dem gleichen Haufen? Es war ein Prinzipi-Mann, mit dem sie angehandelt hat. Ihr redet beide Unsinn. Die Sklavenhändler im Gewölbe haben die arme Frau verschleppt. Bevor du mehr hören kannst, duck die Masse ja, weiter erkunden. Diesmal weckt nichts von Bedeutung deine Aufmerksamkeit. Ja, haben wir alles? Du stehst auf einer Ecke auf zwei Verbrecher, ein Mann und eine Frau, die einen Huana-Mann umzingelt haben. Der Mann hat eine Wampe und einen nervösen Gesichtsausdruck und hat sich so weit in die Ecke verkrochen, wie er konnte. Die Verbrecher gehen auf ihn zu. Es ist einfacher Tausch. Du gibst uns dein Geld und wir tun dir nicht weh. Lass ihn in Ruhe. Die Mataro kommen. Ihr solltet besser abhauen, wenn ihr die Altstadt nicht aus der Nähe sehen wollt. Jeder weiß doch, dass man nicht seine eigenen Nachbarn aufmischt. Einen mittellosen Mann ausräumen. Schämt ihr euch denn gar nicht? Nehmen wir mal die drei. Die Verbrecher denken kurz drüber nach und nicken. Er hat recht. Gehen wir zurück zur Oberfläche. Beim Badehaus ist genug Geld im Umlauf. Der Huana-Mann bedankt sich bei dir und läuft hastig weg. Ja, die Gegend weiter erkunden. Das ist wieder das mit der Pfeife. Sie nimmt einen Zug von der Pfeife. Fang gestern eine halbe Silberflosse im Haufen, noch mit Kopf. Er schüttelt den Kopf. Amiras Winde wehen in deine Richtung. Sie seufzt und hüllt ihren Kopf in Rauch ein. Hier unten gibt es keine Winde. Du musst graben. Die Grundsachen sind immer unter Abfällen vergraben, Ikir. Ja, gehen wir mal in die Enge zurück. Weil hier gibt es wirklich nichts mehr. Und gehen erstmal wieder zum Ausgang, dass ich mich neu orientieren kann. Weil das können wir zum Glück. Also rechts, rechts. Dem Sweff folgen. Eine Handvoll Wachenerscheinungen versperren dir den Weg. Ihre dicken Arme vor ihrer Brust verschränkt. Einer von ihnen spuckt eine zähflüssigen schwarzen Blumen vor deine Füße. Er rollt einen dunklen Priem zwischen seinen Zähnen. Besser, du kehrst um, Freundchen. Ab hier sind nur geladene Gäste erlaubt. Die Herero hat nach mir geschickt. Die Wachen nicken und lassen dich vorbei, wobei sie laut an ihrem Sweff kauen. Am Ende des Durchgangs befindet sich eine stattliche Tür aus poliertem Mahagoni. Durch den kleinen Türspalt erkennst du Schatten von einem Feuer und bunte Textilien. Ein warmer Luftzug bringt den Duft von Sandholz und Zimt ihn an deine Nase. Was auch immer hinter der Tür sein mag, es ist wahrscheinlich eleganter als alles, was du in der Nähe der Schlunde, gesehen hast. Damit treten wir mal das Versteck. Mal sehen, ob die Reo hier alle ausbeutet. Oder ob er was Vernünftiges für uns hat. Lass den Chef nicht warten. Die Reo der Magere. Heiler, Schläger, Scharmützler, Zauberer und ein Verbrecher. Ein schlanker Mann mit langen Gliedern hält ein Tuch in der Hand und Nadel und Faden in der anderen. Als du dich näherst, legt er seine Arbeit beiseite und du siehst die elegante Stickerei mit Goldmuster um die Kante des Tuchs herum. Es ist dieselbe Stickerei, die auch seine herrliche Tunika schmückt. Dir fällt auch die merkwürdige Ausbeulung unter dem dünnen Stoff seiner Hosenbeine auf, die von der Hüfte bis zum Knöchel verläuft. The hero of the Ruparu visits me at last. Endlich besucht mich der Held von Ruparu. You must forgive the cryptic introduction, but I prefer to remain among the comforts of home.
Verzeiht die geheimniskrämerische Kontaktaufnahme. Ich ziehe es nun einmal vor, im Komfort meines Heims zu verweilen. Mit einem Quietschen von Leder und einem Klappern von Metall beugt er sich vor. Du siehst, wie er aus seinem Stiefel etwas herausragt, der untere Teil einer Beinschiene. Well, ain't you sitting fat and happy in your home, while just outside people are starving? He may look like a prince, but he smells like a pirate. Nun schau sich das einer an. Da sitzt du in deinem Zuhause wie ein Nomad im Speck, während draußen die Leute hungern. Er mag zwar wie ein Prinz aussehen, aber er riecht wie ein Pirat. Xodi nicht so laut. Better to be a prince here than a slave out there, no? Besser hier ein Prinz als dort draußen ein Sklave. Er neigt den Kopf zu einer spöttischen Verbeugung. Da sendet er sich wieder dir zu. Though these are modest luxuries compared to those at the estate of your friends in Queensburg. Im Vergleich zu dem, was das Anwesen deiner Freunde am Ankerplatz der Königin zu bieten hat, ist das hier natürlich ein bescheidener Luxus. Sein Mund verzieht sich zu einem Lächeln. But had I only known there was a watcher in my midst, I would have extended the invitation sooner. Hätte ich bloß gewusst, dass sich ein Wächter in unserer Mitte befindet, hätte ich diese Einladung schon viel früher ausgesprochen. Warum hast du mich eingeladen? Du hast mich mit jemandem verwechselt. Ich danke dir dennoch für die Einladung. Warten. Wenn ich gewusst hätte, wie schmuck dein Heim ist, hätte ich mich schon längst selbst eingeladen. Du sagst mir jetzt besser, worum es geht, und zwar schnell. Warten wir einfach mal. Stonefish with ears. Yes, you are every bit as taciturn as they say. Ein Steinfisch mit Ohren. Ja, du bist tatsächlich so wortkarg, wie es behauptet wird. I am thinking we could be grand friends, you and I. You cannot have too many friends in Nekataka. Ich beginne zu glauben, wir können gute Freunde werden, du und ich. Du kannst bisher in Nekataka noch nicht allzu viele Freunde haben. Der Euro zeigt seine perfekten gleichmäßigen Zähne in einem Lächeln. Kara, but I am worth 5 friends at least. Kara, aber ich bin mindestens 5 Freunde wert. And I need only a favor. An insignificant thing for a watcher like you. Und ich brauche nur einen Gefallen, eine Kleinigkeit für einen Wächter. There is an artifact called the Cornet of Waves, which is currently in the possession of a Juana named Takano. Dereo, es gibt ein Artefakt, das man Honda Wayne nennt. Deshalb befindet sich in Besitz eines Juanas namens Takano. I would like you to liberate it for me. Ich möchte, dass es für mich daraus befreist. Er flattert mit seinen schlanken Händen in einer Weise, die auf einen davonfliegenden Vogel erinnern. Wofür brauchst du einen Wächter? See what many cannot. Wächter sehen, was vielen verborgen Takano bleibt. Is a man of many vanities, as your special gifts will no doubt reveal. Takano ist ein Mann zahlreicher Eitelkeiten, was deine speziellen Talente zweifellos enthüllen werden. His villa is on the eastern edge of Serpent's Crown, just downwind of the palace. Seine Villa befindet sich am östlichen Rand der Schlangenkrone, direkt unterhalb des Palastes. Er hält ihn und legt die Fingerspitzen aneinander. The opportunist I first hired was too bold and found herself ejected from the district. Die Opportunistin, die ich zuerst angeheuert habe, war zu kühn. Man hat sie sehr schnell wieder aus dem Bezirk hinausgeworfen. With your genteel manners and unique talents, I am hoping you can avoid such complications and persuade Takano. Ich habe die Hoffnung, dass du mit deinen vorzüglichen Manieren und einzigartigen Talenten solche Komplikationen vermeiden und Takano überreden kannst. After all, it would be best to avoid drawing the ire of our Mataru hosts. Schließlich wollen wir vermeiden, den Zorn unserer marotanischen Gastgeber auf uns zu ziehen. When you have the cornet, bring it to me. I will pay you well for it, and you will find my favor useful in this part of the city. Sobald du das Horn in den Händen hast, bring es mir. Ich werde gut dafür bezahlen und in diesem Teil der Stadt wird sich meine Gunst für dich als sehr nützlich erweisen. Was ist das Horn der Wellen? Es ist ein altes Juana-Artefakt, eine Art Musikinstrument. Mit einer Hand spielt er an der reichen Verzierung seines Ärmels. It was part of a pair. But its companion, the Cornet of Depths, was lost when the old city sank. Haha, wir haben's. Vom Lagerzeug gab es 2 davon, aber sein Gegenstück, das Horn der Tiefen, ging verloren, als die Altstadt versunken ist. Both are said to carry the voice of Andra herself. Von beiden heißt es, sie tragen die Stimme von Andra persönlich. Look no further, silly man. I speak with Ngati's tongue.
Du musst dich weiter suchen, du Narr. Ich spreche mit Engartis Zunge. Alla verdreht die Augen. And are you willing to sit upon my shelf for my entertainment? Und bist du bereit, hier zu bleiben und für meine Unterhaltung zu dienen? Sein Blick wandert über Tiki und er lächelt spöttisch. Dann wendet er seine Aufmerksamkeit wieder dir zu. I do not believe in these superstitions, of course. Ich selbst habe natürlich nichts für diesen Aberglauben übrig. Er runzelt die Stirn. Du meinst natürlich nicht wertvoll im Sinne von viel Geld. Was willst du damit? Verstehe, nehmen wir mal die erste. Er hustet sie in eine Hand, um seine Aufregung zu verbergen. I have told you all you need to know of the cornet. Now, I suggest you focus your sharp mind on retrieving it. Ich habe dir alles gesagt, was du über das Horn wissen musst. Und jetzt schlage ich vor, dass du deinen scharfen Verstand darauf konzentrierst, wie du es beschaffen kannst. Ich muss dich was anderes fragen. Was brauchst du? Der Remo lernt sich vor, seine Beinschienen quietschen. Ja, ich muss unbedingt mit der verrückten Morena sprechen. Was ist mit deinem Bein passiert? Die Prinzipien scheinen gespalten zu sein. Auf welcher Seite stehst du? Fangen wir das mal. Why must we speak of sides? Like squabbling merchants from the republics. Warum müssen wir von Seiten sprechen, wie die zankenden Kaufleute aus den Republiken? Er verzieht das Gesicht, als ob ihnen ein übler Geruch in die Nase gestiegen Once wäre. There were no sides. Only Principi. A people united by common interest and culture. Es war einmal eine Zeit, da gab es keine Seite. Seiten. Da gab es nur die Principi, ein Volk vereint durch gemeinsame Interessen und eine gemeinsame Kultur. But as our fame has grown, aber unsere Zeit. Aber unsere Zahl ist mit unserem Ruhm gestiegen. Many of these new bloods have no sense of restraint and little regard for our heritage. Viele der Neuen haben keinen Sinn für Zurückhaltung und wenig für unsere Erben und unsere Überlieferung übrig. Seine langen Finger wandern zu seinem glänzenden Sulnet. Lauschen. But we need them still. Aber wir brauchen The sie. New bloods are Principi too now, and many are inventive in ways the old guard is not. Die Neuen sind jetzt ebenfalls Principi und viele von ihnen sind auf eine Weise einfallsreich, wie man es von der alten Garde nicht behaupten kann. More resourceful killers then. Do not talk around this. Einfallsreichere Killer, also rede nicht so um den heißen Brei. I talk around nothing, my cuddle friend. You either take my meaning or you do not. Ich rede um keinen heißen Brei herum, mein verhätschelter Freund. Du verstehst entweder, was ich sagen will, oder du verstehst es nicht. Hiro wendet sich wieder dir zu. Was ist mit deinem Bein passiert? A storm, a rash decision and an accident at sea. One that took my sailing days. Ein Sturm, eine unüberlegte Entscheidung oder ein Unfall auf See. Einer, der mir zwar meine Fähigkeiten zum Segeln genommen hat, jedoch nicht meine Künste mit der Nadel. Er lächelt hintergründig. Life in the dead fire is unpredictable. Sometimes it takes you in its jaws only to spit you out onto some new shore. Das Leben im Teufelsfeuer ist unberechenbar. Manchmal nimmt es dich zwischen die Zähne, nur um dich an einem neuen Ufer wieder auszuspucken. Ja, ich muss unbedingt mit der verrückten Morena sprechen. Patience. First, you must bring me the cornet of waves. Geduld, zuerst musst du mir das Horn der Wellen bringen. Ja, dann leb mal wohl. Was sagt denn das Ruf? Ja. Ein Bote richtete mir aus. Dario bat mich ein Artefakt, das als Horn der Wellen bekannt ist, von dem Mataro Takona zu beschauen, der es derzeit besitzt. Dario ist so begierig auf das Horn, als er sich anmerken lässt. Er meinte, dass es wertvoll sei, hat aber es nicht näher ausgeführt. Ich bin nicht der Erste, der den Auftrag annimmt. Dario heuerte ursprünglich jemand anderen an, sie hat es aber nicht geschafft. Dario erzählte mir von einem verwandten Artefakt, das Horn der Tiefen. Ja, das verloren ging, als die Altstadt versank. Das Horn der Wellen bedeutet Takano nicht besonders viel und er ist knapp bei Kasse. Vielleicht ist er bereit, es zu verkaufen. Ich habe ein Muschelinstrument erhalten, das mit dem Symbol von Ondra verziert ist. Das scheint das Horn zu sein, das Diareo haben will. Er erwartete sie in der Enge, den Tunnel rund um den Schlund. Ja, ist das nicht das Horn der Tiefen?
Gucken wir mal. What do you require? Also was das Horn der Wellen betrifft. A most agreeable topic. What do you require? Was brauchst du? Ist dies das Artefakt, die du gesucht hast? Er untersucht die Muscheln und fährt mit seinen eleganten Fingern die ondriten Symbole nach. Sein Augen strahlt reine Freude. Interesting. This is not Takano's shell, but it is one of Andra's artifacts all the same. Interessant, dies ist nicht Takanos Muschel, aber es ist dennoch eines von Andras Artefakten. Staunen funkelt in seinen Augen. And now the real work begins. You must take this to the Undercroft. Und jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Du musst das zum Gewölbe bringen. Er gibt dir die Muschel zurück. Funny how they never mention the real work up front. Das ist doch komisch, dass nie jemand vorab die richtige Arbeit erwähnt. Amico, it is but a jaunt. Amico, es ist nicht ein harmloser Ausflug. It lies just below Delver's Row. It is where goods of questionable provenance originate. Take the lift from Delver's Row, not the lift in the gullet, mind you.